David? Herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play Super Mario Land 2. Wir machen weiter bei diesem fetten Wal, weil wir das weitermachen. Das gute ist ja Logik. Schlagfertige. Wie zufrieden bist du Begründung mit deinem letzten Part gewesen? Joa, moin. Ja, moin, das sagt ja viel aus. Also, weiter geht's hier in Super Mario Land 2. Also, ich bin immer am Anfang da, sagt die Begrüßung, sagt das Ende, mehr nichts. Ich glaube, da du Hauptteil ist, dass du gleich kommentierst, darfst du auch ab dem nächsten Part die Begrüßung und das Ende sagen. Ich will nicht. Du musst ja am Ende immer schön, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao! Probier das mal, das Haus weniger zu betonen, wie ich es immer mache. Ich will nicht. Okay, dann ist. Was ist passiert? Was? Ach, nichts. Hast du jetzt das, was du gespeichert wolltest, nicht gespeichert? Nein, ich hab was, wo ich eigentlich was anderes reloaden. Ich hab das falsche geladen. Ach, du weißt, was passiert. Und dann überspeichert. Genau. Und der muss das Ganze selber machen. Ich das Ganze. Gottsinn. Wieso haut ihr auch sowas freiwillig an, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Könntet ihr bitte in den Kommentaren eine heftige Streiterei über Schnitzelbrötchen anfangen? Das finde ich super witzig. Beziehungsweise Schnitzelsemmeln. Wir sind immer noch in Bayern. Und Christopher, wie schaut's aus? Wollen wir ein bisschen schnacksen? Okay, ich schau zu viel Family Guy. Au! Merkt euch immer, wenn ich plötzlich irgendwelche random Sätze raushaue, die komplett bescheuert sind, gucke ich zu viel Family Guy. Du tust so 90% deines Lebens nur random Sätze raushauen, die keinen Sinn ergeben. Mit anderen Worten, ich guck zu viel Family Guy. Aber es ist auch lustig. So ein bisschen wie Burger und Käse. So. Was ist dies für ein neuartiges Mal? Oh. Der Schleim ist wieder da. Ich liebe diesen Schleim. Ich liebe ihn. 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 Ich mag ihn einfach. Er ist toll. Schleim, mein bester Freund. So. Nachdem ich mir das mega geile Item Schleimi Schleim oh Gott. Nein, ich habe das Item verloren. Okay. Kein Kommentar. Ich werde jetzt bewusst schlürfen. So. Ups. So. Ich schaffe das. Wenn ich nur immer so eine Motivation an den Tag legen würde. Wenn ich mir zum Beispiel immer so sicher wäre, dass ich das schaffe. Wie hier. Dann wäre viel gewonnen. Nein, wäre nicht. Aber egal. Ihr wisst, was ich meine. Okay, ihr wisst nicht, was ich meine. Also gemeint ist folgendes, Dings. So, jetzt wisst ihr, was ich meine. Seid also quasi mit dem Wissen um meine Meinung ausgestattet. Wichtig ist jetzt natürlich auch, dass ihr nicht irgendwie verantwortungslos damit umgeht oder so, weil das ist jetzt natürlich, geht auch schon deep rein in meine Psyche.
Das sagt sehr viel über mich aus und ich hätte nicht so gerne, dass ihr das missbraucht. Und, ja. Genau. Ham, 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 ham. In 9 von 10 Fällen verhalte ich mich sehr dumm. Wie ist er da reingekommen? Das ist eine solide Höhlenwand da. Da. Wie ist er da reingekommen? Und überhaupt, was ist das? Ist das der Darm? Ist das der Darm von der Riesenschildkröte? Sieht irgendwie so aus. Weil, wegen den Noppen und so. Und ich meine, guckt euch mal den Boden an. Stecken die einen hier wirklich in den Darm von der Schildkröte oder haben die sich einfach nur sehr wenige Gedanken gemacht? So. Jawohl. Hashtag proud of myself. Hashtag semi proud of myself. Die sterben. So, lustig, tralala. Okay. Bekackte Lochkarten, ey. Oh. Ja, voll. Burger und Käse. So. Zeit ist einfach mit Ruhe und Gemütlichkeit anzugehen. Und also, ich glaube, wenn man das bekifft spielen würde, dann wäre das echt viel einfacher. Weil da hätte man die Ruhe und Gemütlichkeit. Deswegen werde ich ab dem nächsten Part bekifft. Nein, Spaß. Wäre auch mal eine lustige Idee. Wer auch immer diesen Schleim erfunden hat, es ist ein extrem geiles Spielelement. Es ist ein Boss. Du hast jedenfalls helfen davor, weil du gerade 8 Leben hast. Auch wenn du noch 7 hast. Hast du das falsche gedrückt? Nein. Wie hast du nicht safe? Weil ich nicht 10-mal in einem Level safen werde. Aber du wärst doch so oder so jetzt irgendwie am Boss rausgekommen. Hm? Was? Wenn du am Boss bist und verreckst, kommst du wieder zum Boss. Du musst dir aber nicht nochmal machen. Ist das so? Ja. Ja, aber nee. Doch, das ist da so. Ja, leck mich am Arsch, nee. Das ist immer an Bosskämpfen so. Ja, aber nee. Doch, akzeptier's. Nein, das meine ich überhaupt nicht. Du machst alles okay. Dumm wie ein Stück Pizza und dann als jetzt. Ich bin vom Brot zum Stück Pizza aufgestiegen.
So. Stirb! Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Okay. Wir werden alle draufgehen. Es wäre lustig, wenn in so einer Billig-Highschool, wir werden alle draufgehen, sag mal so gesagt, irgendjemand beruhigend sagen würde, natürlich werden wir das. Speaking about draufgehen. So. Auftasche. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich werde sterben. Ich werde ja sogar. Ich bin gestorben. Alles, was ich wollte, war da hochspringen, aber leider ist da diesbezüglich irgendwo hochspringen die Steuerung mehr als nur ein bisschen fummelig. Ja. Okay. Ich glaube, ich bin gerade da durchgerannt und habe an jeder nur möglichen Stelle ein Leben gelassen. An dem da. Da oben. An dem da. Und an dem da hinten. Ich werde es schaffen, nicht. Okay, Zeit für etwas mehr Ernsthaftigkeit. Puh. Holy moly. Und gib mal wieder bis in die ersten Mikro. Ich lutsche am Mikro, ist das gut so? Oh mein Gott. Ich werde jetzt speichern. Es bereitet mir unfassbare Freude zu speichern. Ich möchte diese Feuerblume mit in den Endboss nehmen. Aus dem Wasser rausspringen ist echt eine Katastrophe. Was ist aus dem Wasser rausspringen? Richtig, Kinder. Eine Katastrophe. Macht das besser. Au. Ich wollte eigentlich da drauf springen und dann speichern. Oh, das ist so nervig. Das ist wirklich eins dieser Elemente, die haben sich fürchterlich gebaut. Es gibt wohl keinen schlimmeren Weg, ein Speicherelement dafür, ein Steuerungselement so noch schlimmer zu bauen. Ihr wisst, was ich meine. Weil das ist einfach nur keine Katastrophe. Suddenly Simo.
Leck mich am Arsch, Digga. Siehste mal. Ich kann auch Sachen. Nicht so besonders viele. Zack. Zeit, Speicherstände anzulegen. Spannend. Ich weiß, aber Speicherstände anlegen ist wichtig. Ha, du hast ja keinen Plan. Du kannst nichts gegen mich machen. Das ist der einfachste Boss mit Abstand. Okay, er hat mir als drei... Okay, hat er doch nicht. Ich dachte schon, er hätte mehr als drei Leben. So. Und da haben wir schon die zweite Coin. Die dritte. David, guck doch mal. Die sag dritte. Jetzt, ja, 3 von 6 Coins und das die erste fehlt uns noch. Bist du zufrieden? Das ist okay, aber das war echt ungefähr gerade so wie bei Germany's Text, Next Topmodel. Dieses berühmte Meme von Jorge, wie er sagt 3 und dabei das Schild mit der 4 hält. Ja, moin. So, wir machen aber noch weiter in dem Part, einfach weil der noch doppelt so lang sein kann, wie er bis jetzt ist. Also, geht's weiter. Lell. Genau, da kann ich mir schon mal angucken, was ich bis jetzt erreicht habe. Das da drüben habe ich gemacht. Habe ich das schon gemacht? Das war nur ein einzelnes Level, genau. Ich erinnere mich. Frag nicht. Dann gehe ich jetzt wieder. Schön. Habe ich dann nochmal vorbeigeguckt in der Dirtle Zone. Darum geht's. Oh, da oben ist noch eine Zone, glaube ich. Es ist eine Mario Zone. Warum sollte die nicht Mario-freundlich und deshalb super einfach sein? Offensichtlich nicht. Okay, nice. Vor allem, was für ein neues Konzept. Ich wollte das reloaden wegen dem einen Item. Das, ja. Save Game. So. Speichern ist so ein Hobby von mir. Ich speichere lieber zu oft als zu wenig. Wenn andere Leute im Nachhinein sich so immer so denken müssen, fuck, hätte ich doch nur mal öfter gespeichert. Es ist ja ungünstig quasi. Wichtig hierbei, bloß nicht das quasi vergessen, sonst ist der Satz viel schlimmer. Also das ist wichtig. Wichtigkeit ist over 9000. Warte mal, da kann man nach unten fallen. Das ist ja interessant. Ist das schlimm, dass ich nach unten gefallen bin? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Doppelfragezeichen. Ein Wort, Doppelpunkt. Ich weiß es nicht. Ich sollte auf ein Satzzeichen an meine Sätze einzubauen. Purify me.
keep replying. Okay. Das ist doof. Jetzt wissen wir, das ist doof. Lass das. Unschön. Unschön. Ich hätte gerne ein Item. Okay. Nein, bloß nicht. Nein. Ich muss das komplette Level nochmal machen. Mein Leben ist zerstört. Okay, meinem Leben geht's gut. Wie direkt zu erkennen an meinen Worten. Mein Leben ist zerstört. Mir geht's gut. Meinem Leben geht's gut. Ich bin komplett healthy. Ich meine, ich habe einen grünen Smoothie getrunken. Nee, Spaß, ich habe einen braunen Smoothie getrunken. Ich bin das Gegenteil von einem Veganer. Ich bin ein Meatman. Das klingt voll wie so eine Superheldenvereinigung. Die Meatman eilen zur Rettung der Welt. Okay. Nicht. Hashtag dann halt nicht. Und außerdem Hashtag, Hashtag, weil YOLO. Seid ihr nicht swaggy genug? Man merkt direkt, ihr seid einfach nicht swaggy genug für mich. Frage, wer von euch denkt sich jetzt gerade so, ja, aber du bist bei weitem speggy genug für mich. Ah, dieser signifikante Unterschied zwischen swaggy und speggy. Dennoch dieser verschwindend geringe Unterschied zwischen uninformiert und uniformiert. Es gibt Dinge in meinem Leben, die verstören mich. Aber es gibt auch Dinge in meinem Leben, die verstören mich nicht. Also alles gut. Salimissimo. Salimissimo. Okay, Tada, ich hab's überlebt. Ihr dürft mich jetzt beglückwünschen. Und ihr lasst es einfach bleiben. Jetzt habt ihr natürlich die Qual der Wahl. Fuck. Was zur Hölle ist das? Ist das böse? Natürlich ist es das. Es ist eine Schraube. Schrauben sind immer böse. Außer Torx. Aber als das Spiel programmiert wurde, die Torx noch nicht geboren wird, können das keine Torx sein und damit sind Schrauben böse. In diesem Spiel. Merkt euch das. Merkt euch das einfach. Merkt euch das. Mein Freund neben mir komplett verwirrt. Was sind Torx? So. Er hat die handwerkliche Ausbildung von einer Fachlatte. Dachlatte. Alles das gleiche. Fachlatte vor allem. Kennt ihr diese Leute, die haben die handwerkliche Ausbildung von einer Fachlatte? Ja, genau. Save Game. Einfach mal in den dritten Spielstand. Jawohl! Oi, oi, oi. Geilomatika! Wem sagt dieses Intro noch was? Niemand? Okay, schade. Okay, was heißt noch? Soweit ich weiß, geht's dem YouTuber dazu relativ gut.
Das ist eine Schweinekanone, Digga. Es ist eine Schweinekanone. Leute, damit muss ich jetzt erstmal zurechtkommen. So, auch geistig so. Es ist eine Schweinekanone halt. Lol, so. Kennt ihr auch diese Dinge, wo man sich so denkt? Lol, so. Wurde übrigens schon wegen des Cheatsens bezichtigt auf Minecraft-Servern, ich habe eine Crafting Bench benutzt, also eine Werkbank. Das ist das Standard-Item in diesem Spiel. Und die Leute wussten nicht, dass man da Sachen dran bauen kann. Und jetzt haben die sich so gefragt: Ey, Digga, woher hast du eigentlich das Zeug, außer dem Zeug, was man da in der Natur so sammeln kann? Das Problem war, die Leute haben halt wahrscheinlich ihr Leben lang nur Bad Wars gespielt oder irgendeine Kacke halt. Dass man halt so spielt als junges Fortnite-Kiddie. Und hatten keine Ahnung von Minecraft. Und dann haben die mich tatsächlich deswegen. Das ist so niedlich. So unschuldig. Okay, doch schuldig schon, aber. Oh, hier war ich schon. Es ist nein. Wer hat sich den Scheiß ausgedacht? Klarer Fall, ich. Kleiner Funfact: Wir haben es seit 8 Minuten schon den letzten Tag des Jahres bei der Aufnahme gerade. Ja, leck mich doch am Arsch. Und ist mir das egal? Aber schön, dass du einen Teil des letzten Tages des Jahres hier bei mir verbringst in Super Mario Land 2 spielst. Mir ist ja nicht freiwillig. Was du hier bist, ja, da hast du Rest. Alter, diese Dinger sehen so falsch aus, wieder so mit diesem fetten Mund da, das sieht einfach falsch aus. David 12, für ihn sieht alles falsch aus. Da passt viel rein in diesem Mund. So, genug damit. Für dich sieht eindeutig viel zu viel falsch aus. Für ihn ist die Welt falsch. Ja, natürlich, was auch sonst. David, ich muss dir was sagen. Du bist kacke. Danke. Bitte schön. Das sehe ich mal als Kritik. Das ist mal eine Kritik, Freunde, ne? Nicht erst. Moment. Alter, was habt ihr euch dabei gedacht? Das ist ja mal ein Mega-Bubu. So. Ich, 13 Jahre, voll erfolgreich, bla bla bla. Okay. Was will ich denn? Ich will das. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Okay. Was? So, weiter im nächsten Level geht's im nächsten Part von Super Mario World Land. To Land to Golden 6 Golden Gedunste da! Ihr wisst, was ich meine. Den Namen ist halt zu behindern. Super Mario Land 2 6 Golden Coins. Da gibt es keinen längeren Namen. Anstatt dieses einfach Super Mario Land 2 6 Colts wäre auch gut gewesen. Wieso golden? Das ist unwichtig.
Ist doch einfach so. So. Das ist wie, wenn man sagt, wenn man eine Sammlung von Texten hat und dann schreibt man so in chronologischer Reihenfolge, streicht es chronologisch durch. Da hat man diese Texte in Reihenfolge. Das ist ja was anderes. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao! Servus.